Yo, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir Gott sei Dank dieses riesengroße Super Gef, hast du nicht gesehen, Schiff kaputt gekriegt. Legion ist wieder bei uns am Start, was natürlich ein willkommener Partner ist. Und warum stehe ich eigentlich hier? Ich wollte eigentlich vor der anderen Tür stehen. Naja, ist ja auch wurscht. Wollen wir doch einfach mal ein bisschen uns umschauen und gucken, ob uns die Leute irgendwas zu erzählen haben. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Okay, hier gibt es nichts Spezielles anzusprechen, nur ein paar Hintergrundfragen. Ist wurscht. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Hallo? Ist das so? Interessant. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. seine Art zu reden ist einfach nur herrlich. Sie sagen, Geth-Jäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Geth-Jäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Alles klar. Na, da bin ich ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Legion an meiner Seite. Yay! Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Alles klar. Mach das mal. Und mal gucken, bestimmt will wieder irgendwer mit mir reden. Hundertprozentig. Ich hab's im Gefühl, im Blut. Und eine E-Mail habe ich bestimmt auch bekommen. So sieht's nämlich aus. Wir brauchen Verbündete. Punkt. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Natürlich. Natürlich gibt's Probleme irgendwo. War doch klar. Und gleich wieder drei. Ein Citadel-Treffen. Seht ihr noch was ganz, ganz Neues? Gut. Hey Shepard, dieses Tügelprojekt ist der Wahnsinn. Bryn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch. Ich würde gerne mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns, Jacob. Ach, Entschuldigung, dass ich den so doof vorlese, aber ich finde Jacob einfach doof. Ich mag den Charakter einfach nicht. Tiegel-Update von Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galax rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tiegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Jojo. Wichtig, von Miranda Lawson. Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navi-Punkt. Keine Videos diesmal, versprochen. Miranda. Hallo, Miranda, Baby. Natürlich komme ich, hallo. Ja, wenn der Arsch ruft, sind wir alle wieder am Start, war klar. So, Geth Trümmerfeld, ist ja wunderbar. Und da ist Renach und so, aber jetzt haben wir direkt eine Nebenmission bekommen und die sollte man immer möglichst schnell machen, bevor sie quasi verschwunden sind. Ja. Hier war das wahrscheinlich dann mit den Treibstoffreaktoren. Dann gehen wir doch aber erstmal zur Citadel und reden mit Miranda und Jacob, damit wir die Ruhe geben. Ja, komm schon. Schwing! So. Citadel. Umlaufbahn. Jetzt werden wir gefragt, brauchen Sie ein Transportmittel? Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Präsidiumsunterhaus, bitte. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Ich danke Ihnen. Dann doch mal direkt zum Unterhaus. So, wo ist denn die Miranda? Miranda ist bei 2, bei den Appartements. Dann gehen wir doch mal zu den Appartements. Gucken wir mal, ist sie hier irgendwo? In einem kleinen, kuscheligen Nebenraum und wartet nur auf den großen Shepard. ja, gut. Ich wollte damit jetzt nichts anspielen. Vergessen wir das einfach. Ah, bestimmt da hinten und hoffentlich gibt's da ein Bett. Okay, ich bin ruhig.
Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianzressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ja, kannst du mir wirklich nicht ein bisschen mehr sagen? Das wäre ganz hilfreich. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein, aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Oh Mann, ey. Du verlangst ziemlich viel, aber na gut, weil du es bist. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Okay. Ja, das glaube ich, wusste ich auch schon. Oder irgendwie. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein. Aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Tja. Komm, sind wir mal ein bisschen sauer. Ist doch eine Scheiße. Zum Glück haben sie es nicht getan. Ich bin lieber tot als ein Spielzeug. Das glaube ich. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mir alles nehmen, mich einsperren können. Haben sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Guckt euch diesen Hintern an, meine Fresse. Ja, ist jetzt auch nicht weiter schlimm, wenn ich ehrlich bin, also wir leben. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mach ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Na, das wissen wir ja schon. Sie hat immer irgendwie einen Plan. Da hat sie recht. Gut, hätten wir das also mal erledigt. Was machen wir denn jetzt Feines? Genau, mit Jacob wollten wir uns treffen. Ich weiß nur gar nicht mehr, ob er gesagt hat, wo. Das letzte Mal habe ich ihn im Krankenhaus gesehen. Also schauen wir doch mal im Krankenhaus nach, oder? Und ich hoffe, es ist irgendwas halbwegs Brisantes, Interessantes, Wichtiges. Wenn er einfach wirklich nur zum Plauschen was wollte, naja, wir werden ja mal schauen. Bestimmt redet er über seine Frau und bla und so weiter. Wir werden es ja sehen. Und so wie Miranda redet, das sagt doch nur jemand, der irgendwie Angst hat, bald zu sterben, oder? Sowas, das ewig an ihr genagt hat und sie wollte es nochmal loswerden, so bevor sie auf eine gefährliche Mission geht. Das wäre doch typisch, oder? So. Ist noch etwas? Wie bitte? Du hast mich herbestellt, du Arschloch. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Und halt bloß die Fresse, Alter. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Dummer Penner. Na gut, tschüss. Also so eine Zeitverschwendung ist ja unglaublich. Schlimm ist das. Dann gehen wir nochmal zu den Citadel-Botschaften, denn mir ist vorhin aufgefallen. Ja, was ist mir denn aufgefallen? Ich hab genug Geld. Das heißt, ich kann mir jetzt die Black Widow kaufen. Und ich hoffe, sie hat genauso viel Wumms wie damals noch im Metal, sag ich schon. Wie in Mass Effect 2. Wo sie auf jeden Fall so ziemlich allem sofort ein Loch sonst wo reingeballert hat, das einen auch nur schief angeschaut hat.
Obwohl es mir schwerfallen wird, weil mir meine aktuelle Waffe so gut gefällt, die hat so einen schnellen so eine hohe Feuerrate und alles. Aber, ach komm, ja, her damit. Junge, Junge, das war auch teuer. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Die Black Widow. Tja, Mass Effect 2 war sie die mit Abstand beste Scharfschützen, das beste Scharfschützengewehr überhaupt. Und ich hoffe, es ist jetzt wieder so. Und am besten gehen wir doch einfach mal in den Hangar in der Normandy und schauen mal, ob wir die Waffen mal wieder ein bisschen upgraden können. Problem ist, ich habe jetzt gerade nicht so viel Kohle. Weil ich jetzt gerade halt so viel ausgegeben habe, logischerweise. Obwohl, wenn ich nachdenke, eigentlich könnten wir auch einfach den Umweg zum Hangar sparen und lieber erst diese Nebenmission machen. Dabei werden wir bestimmt ein bisschen Cash machen. Und das Cash können wir dann danach dann nutzen. Naja, bla 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 bla. Macht immer euren Kram. Ja, und was ich gerade sagen wollte, also wir nutzen dann das Geld, das wir in der Nebenmission gemacht haben, benutzen wir dann in der Werkstatt für unsere Waffen. Hast du was zu erzählen? Nix? Nein? Gut. Und ich möchte einen Spamfilter einrichten für jede einzelne Nachricht, die mit Jacob Taylor anfängt oder irgendwie den Namen beinhält. Irgendwas. So ein Penner. Schickt ihr mich echt extra ins Krankenhaus, nur um zu sagen, was ist? So, Silianebel, Treibstoffreaktor. Dann können wir auch mal schauen, weil hier steht noch keine 100% dran. Vielleicht gibt es hier irgendwas zu holen. Ich habe ja Hoffnung. Bestätigt. Ja! Und wir finden... Ach nee, ist das jetzt die Mission oder was? Wohl, Moment. Nee, die Mission war ein anderer Punkt. So, weiter nach links. Immer noch weiter nach links. Da. Und, was gibt's? Kriegsaktivposten erhalten. Dr. Jelize. Das ist ja mal ein toller Name. Und damit haben wir hier auch schon alles gefunden, was es gibt. Okay, ich bin zufrieden. Sion, Gartenwelt. Okay, eine Gartenwelt. Bin ich ja mal gespannt. So, jetzt können wir also Tali wirklich immer mitnehmen. Ist das nicht toll? Ist das nicht geil? Tali ist wieder an Bord. Ich freue mich richtig. Garrus leider nicht, ne? Oh, schade. Ich meine, natürlich, Garrus ist da, aber wie wäre es mit, Legion. Legion wäre toll. Gut, dann nehmen wir mal Kaidan mit und... Ja, ich mag Edi irgendwie nicht. Irgendwie gefällt mir die Olle nicht. Sieht bei deiner Bewaffnung eigentlich aus. Auch noch nichts groß geändert, ne? Nee. Nehmen wir mal Kaidan und Tali mit. Vielleicht haben die auch ein bisschen zu quatschen. Ja. Obwohl, nein, das war doch irgendwas mit turianischen Sachen, ne? Also nehmen wir mal wieder Garrus mit und... ach komm, Liara, freut sich auch mal. Mal ein bisschen Beschäftigung. Ist ja schließlich auch meine Freundin hier, also muss ich mir auch hier und da ein bisschen mit ihr ausgehen. So auf Kampfeinsätze und so, das Übliche halt. So, und jetzt sag mir, dass es eine ganz, ganz krasse, tolle Waffe ist. Alter Schwede, Gewicht ist unglaublich hoch. Kapazität ist niedrig. Feuergeschwindigkeit ist verdammt niedrig. Schaden ist ungemein höher. Präzision ist auch noch höher. Jetzt packen wir noch ein paar Modifikationen drauf. Oh, das ist eine lange Waffe. Erhöht den Schaden. Genau, die kurzzeitige Verlangsamung der Welt. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja, ist belegt. Präzisionsreserve, nein. Erhöht Schaden. Oder Durchschlagung. Dadurch kann ich halt durch etwas dicke, leicht dickliche Objekte durchballern. Oder Präzision, nein. Präzision liegt ja an mir selber. Lieber den Schaden nochmal noch weiter nach oben ballern. Guckt euch das an. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wie die Waffe reinhauen wird. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wie sieht's aus bei Liara? Das ist noch die olle Tempest. Oh, ich habe die gar nicht aufgerüstet, die ganzen Waffen. Na gut, dann musst du erstmal damit leben, würde ich sagen. Da habe ich mich auch nicht groß drum gekümmert. Und obwohl, du kannst dafür eine andere Pistole nehmen. Wie wär's denn auch mit dieser tollen Bogenpistole, die alle lieben? Ich liebe sie vor allem. Auch den Schaden und hier unten auch die Präzision. Das hilft euch bestimmt, euch KI-Typen. Und Garrus ist soweit eigentlich bedient. Ja. 5 Punkte habe ich. Blutbad könnte ich damit aufrüsten. Machen Sie Feinde handlungsunfähig, indem Sie sie zu Boden schlagen. Damit oder erhöht Aufladetempo.
Was hätte ich sonst noch? Taktische Tarnung. Ach nee, das wollte ich ja gar nicht. Sabotage will ich selber gar nicht so oft nutzen, um ehrlich zu sein. Ach komm, gehen wir auf Blutbad. Entweder haue ich die alle noch weg. Ist gar nicht so schlecht, oder? So ein kleiner Crowd-Control-Effekt, wie man so schön sagt. Was geht bei dir? Betäubungsschuss, panzerbrechende Munition. Erhöht Munitionskapazität oder mehr Kopfschussschaden. Na, wie oft macht der Kopfschüsse? Das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, eine Haftmine ist gar nicht so keine verkehrte Idee. Ich glaube, die macht schon ein bisschen Schaden. Liara, bei dir, was geht da, Baby? Warp. Schwächt Panzerung und so weiter. Her damit. Erhöht Schaden gegen Barrieren und Panzer um 50%. Schwächt gepanzerte Ziele um 25%. Oder Aufladetempo. Nein, das ist sowieso schon echt gering, das Aufladetempo. Die paar Sekunden, da kann ich besser den Schaden deutlich erhöhen. Her damit. So, jetzt hast du einen Super Warp quasi. Dann wollen wir doch mal landen und gucken. Seit 72 Stunden sind die Reaktoren eines Turianer Asari Treibstoffdepots offline. Ja, perfektes Team, ne? Die sind kalt. Sie ist verlassen. Was ist mit den dort stationierten Truppen passiert? Unbekannt. Aber kein Treibstoff bedeutet keine Flottenpräsenz. Der Feind kann ungehindert operieren. Sie müssen da rein, rausfinden, was los ist und die Reaktoren wieder online bringen. Captain Riley macht vor Ort die erste Aufklärung. Sie leitet eines unserer besten Technikerteams. Wir gehen der Sache auf den Grund, Admiral. Gut, Hackett Ende. Okay, wir kümmern uns eigentlich mal wieder um kleinen Scheiß, aber es klingt schon um. Alter Schwede, das ist eine große Waffe. Corporal Nierick. Captain Riley ist vor Ort und wartet auf Sie. Boah, schaut euch diese Waffe an. Meine Fresse. Yeah. Ja, Mann. Das ist mal Bomber, ja. Das ist mal eine Waffe. Genau mein Geschmack. Rosenkopf, Materius Brustplatte. Ach stimmt, ich muss auch mal wieder gucken, ob ich mal wieder meine Rüstung ändern kann. Schon eine Weile her, ne? Und ich glaube, eine neue Farbe, so, könnte ich auch wohl gebrauchen, ne? So einen neuen Anstrich. Wir haben diese Psychomusik, das klingt... Diese Musik erinnert mich irgendwie an Reaper und Indoktrination. Was gemacht? Captain Riley, Status. Commander, es ist mir eine Ehre. Wir konnten auf die Reaktorloks zugreifen und haben das hier gefunden. Commander, Captain Riley hat mich die Anlage scannen lassen. Es ist ein System mit zwei Reaktoren, sie müssen sich also in zwei Teams aufteilen. Verstanden. Die Brennstäbe beider Reaktoren müssen entriegelt werden, bevor ein Neustart eingeleitet werden kann. Ihr Weg ist im Moment blockiert. Captain Rileys Mann arbeitet an der Beseitigung der Hindernisse. Danke für den Statusbericht. Erledigt, Captain. Gute Arbeit, Kraslow. Umgehungslösung eingerichtet, Commander. Ich übernehme jetzt. Alles klar. Und schon wieder habe ich hier ein Levelaufstieg. Jetzt Level 50 schon. Verstanden. Alter Schwede. Deswegen dürfen wir hier also nicht lang. Medizinischer Behandlungsplan fürs Krankenhaus. Ha, schon haben wir was. Für chemische Verbrennungen. Ziemlich detailliert. Da werden die sich aber freuen. Gut, ab jetzt übernehmen wir, so wie wir es eigentlich auch gewohnt sind, weil wir halt so cool sind. Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Okay, was mache ich mit dem Kran jetzt? Navigationsfehler. Ach so, muss ich jetzt den Weg freimachen quasi? Zieht sich zurück, Commander. Viel Glück, Captain. Hier waren 100 Turianer stationiert. Und jetzt? Nichts mehr. Sogar die Leichen sind weg. Dafür bin ich sogar dankbar. Weiterhin wachsam bleiben. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Kann mir das mal einer sagen? Irgendwo da. Okay. gut, ich habe das wieder dicht gemacht. Und jetzt? Ich darf da doch nicht rein, dachte ich. Seht ihr? Sag ich doch. Ich kann da nicht reinlaufen. Hätte ich irgendwas gerade wegschießen müssen? Was mit Brennstäben stand dann, ne? Brennstab entriegeln. Hört euch diese Schüsse an, meine Fresse. Ich glaube, die schießen einfach, machen einfach mal alles kaputt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Okay, was hätte ich damit doch noch machen müssen, glaube ich.
Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Die andere Kiste da hinten muss auch noch weg. Ah, kapisch. So, alles klar. Dann können wir jetzt hier weiter. Aber die Strahlung blockiert den Zugang. Hier sieht's genauso aus. Ich werde versuchen, den Bereich zu entlüften. Das sieht aus wie eine Belüftungssteuerung. Damit müsste es gehen. Strahlung zurückgegangen. Konsole jetzt zugänglich. Dann entriegeln wir jetzt die Brennstäbe. Okay, und was bei der Entriegelung der Brennstäbe so passiert und wieso diese Mission so rein zufällig irgendwie aus dem Multiplayer bekannt vorkommt, diese Map, das erfahren wir dann gemeinsam nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 3. Mein Name ist Alex, bis dann!